Moin, Leute! Es gab jetzt schon ein paar Streams und Videos zu diesem Spiel, aber ich möchte jetzt nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, was genau für ein Spiel ist Sandstorm, für wen ist es interessant und wer sollte vermutlich lieber die Finger davon lassen. Das Wichtigste zuerst, Insurgency ist generell eigentlich nichts für jedermann, es ist ein Hardcore-Shooter. Die Time to Kill ist also absolut gering. Im Grunde kann man sagen, dass fast jeder Kill ein One-Shot ist, also man tötet eigentlich mit einer Kugel sofort jeden Gegner. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber generell reicht ein Schuss aus, um einen Gegner zu töten. Was die Time-to-Kill angeht, ist das Spiel also sehr, sehr realistisch. Viele Leute, inklusive mir, mögen das an einem Spiel. Es gibt auch Leute, die hassen es. Das muss jeder selbst entscheiden. Zuerst solltet ihr euch also fragen, wie wichtig ist es euch, bei einem Fehler noch genug Zeit zu haben, noch irgendwie zu reagieren. Dazu kommt, dass es halt diese ganzen Annehmlichkeiten, die man in anderen Shootern hat, einfach überhaupt nicht gibt. Es gibt zum Beispiel keinerlei Hitmarker. Es gibt auch keinen Killfeed. Es gibt keine Killcam. Und es gibt auf dem Scoreboard auch keine Anzeige von Kills, solange wie man selbst noch am Leben ist. Das heißt, man kann also nicht mal eben gucken, habe ich jetzt einen Kill mehr oder nicht. Das bedeutet, bei jedem Feuergefecht muss man selber prüfen, ob man den Gegner nun erwischt hat oder nicht. Das Einzige, was da ein Indiz sein könnte, ist, dass man dann halt Blutspritzen gesehen hat oder man sieht den Gegner wirklich direkt am Boden liegen. Ansonsten bleibt einem nur hingehen und nachsehen oder es halt einfach zu hoffen. Das sorgt auf der einen Seite natürlich für unglaubliche Atmosphäre, kann aber auch sehr frustrierend sein, wenn man sowas nicht gewohnt ist. Denn man stirbt oft und weiß überhaupt gar nicht, wo der Gegner saß. Wenn man jetzt jemand ist, der schnell irgendwelche Gegner als Cheater betitelt, weil man immer wieder stirbt, dann sollte man von diesem Spiel wahrscheinlich die Finger lassen, denn meistens ist es gar kein Cheater, sondern einfach nur jemand mit einer sehr guten Position und es kann frustrierend sein, wenn man die Levels noch nicht so gut kennt und weiß, wo die Gegner überall sitzen könnten. Auch wenn die Grafik einigermaßen schick und auch okay ist, ist sie natürlich jetzt keine Bombast-Grafik, wie zum Beispiel ein Battlefield bieten kann. Auch die Animationen der Spielermodelle sind nicht auf AAA-Niveau. Warum sollte man also so ein Spiel überhaupt spielen? Nun, es gibt sehr viele Gründe warum. Und ich werde versuchen, euch so viele wie möglich zu erklären und dann kann jeder entscheiden, ob diese Gründe dann für ihn selbst auch eher ein Pro oder eher ein Contra sind. Selbstverständlich werde ich das immer aus meiner Warte aus erzählen. Das heißt, wenn ich sage, ich finde es gut, bedeutet das nicht, dass das jeder gut finden muss, sondern jeder kann es natürlich selbst entscheiden. Das Spiel punktet vielleicht also nicht mit absoluter Top-Grafik oder irgendwelchen AAA-Animationen der Spieler. Ich persönlich finde die Grafik absolut in Ordnung. Beim Selbstspielen zieht ein die Atmosphäre wirklich richtig ins Spiel, sodass man die meiste Zeit eigentlich gar nicht über die Grafik nachdenkt. Alles fühlt sich realistisch und natürlich an und das ist natürlich in erster Linie bedingt durch das wirklich exzellente Game und Gunplay. Und allem voran auch dem Sound. Ehrlich gesagt glaube ich, dass Sandstorm eines der aktuell am besten klingendsten Spiele im Shooter-Bereich ist. Bitte, bitte. Einen habe ich. Noch was. Den habe ich. Tot. Uh. Alter Vater, ey. Lass mal nach. Wenn man sich unter Dauerfeuer gerade noch in so ein Gebäude retten kann und im Hintergrund irgendwo eine A10 irgendeinen Strafe run durchführt, wenn die Kugeln um einen rum einschlagen, der eigene Soldat völlig panisch fuck, fuck, fuck schreit, dann ist das für mich quasi schon Gänsehaut-Feeling. Dazu kommt, dass der Voice-over-IP-Chat nicht nur für die Teammates, sondern auch für die Gegner in der Nähe zu hören ist. Also jeder, der da nah dran ist, kann auch hören, was die Gegner untereinander sagen. Man kann also nicht nur Gegner in der Nähe hören, wenn sie sich absprechen, sondern man kann sogar mit ihnen interagieren. Man kann also quasi seine Gegner noch versuchen anzupöbeln oder irgendwie aus der Reserve zu locken. Ein weiterer riesengroßer Pluspunkt ist der Preis und auch die DLC-Politik. Da wäre es erstmal wichtig, es ist hier kein Early Access-Spiel. Es ist ein Vollpreistitel, der aber keinen Vollpreis kostet. Ja, <laughs> yep. das Spiel kostet regulär selbst auf Steam weniger als 30 Euro. Das heißt, es gibt Early Access-Titel, die teurer sind. Selbstverständlich wird es aber trotzdem noch weiter supported. Als jemand, der den Vorgänger Insurgency Source gespielt hat und auch Day of Infamy gespielt hat und auch mit den Devs selbst schon in der Alpha zusammengearbeitet hat, kann ich sagen, ich gehe sehr stark davon aus, dass dieses Spiel mit Content super supported wird. Rein aus der Erfahrung raus. Und das alles kommt ohne bezahlten DLC. Das heißt, ihr kauft das Spiel und fertig. Ihr bekommt alles, was es an Zusatzcontent dann geben wird. Es wird keinen extra Bezahlcontent geben, außer einem Shop, wo ihr dann halt irgendwelche Klamotten, Brillen, Helme oder sonst was für euren Charakter kaufen könnt. Nichts davon hilft euch aber irgendwie beim Spiel. Das ist also wirklich rein optische Anpassung. Pay to Win ist damit also schon mal komplett ausgeschlossen. Nicht zuletzt auch, weil ihr sowieso alles, was ihr zum Spielen braucht, sofort beim Kauf des Spiels bekommt. Ihr müsst keine Waffen freispielen, ihr müsst keine Gadgets oder Perks freispielen. Ihr könnt sofort jede Waffe Wählen die euch gefällt und sie morden, so wie sie euch gefällt und sofort loslegen. Jeder hat also sofort die gleichen Chancen und das gleiche Equipment. Und obwohl der Trend bei Spielen immer mehr dahin geht, dass Leute einen Grind als Motivation brauchen, irgendwas freizuschalten, früher haben Spieler auch rein durch ihr Gameplay jahrelang gefesselt. Und mich fesselt Insurgency, ganz ohne Freischaltung oder Grind. Und ich sehe auch nicht, warum sich das in nächster Zeit ändern sollte, denn das erste Spiel wurde schon nicht langweilig. Das ist im Januar 2014 released worden. Und man kann sagen, auch jetzt, noch fast 5 Jahre nach dem Release, habe ich es immer noch mit Begeisterung gespielt. Und wo wir gerade beim Gameplay sind, können wir auch gleich über die Waffen reden. Denn was ist bei einem Shooter schon wichtiger als das Gunplay und die Waffen? Meiner Meinung nach ist das in Insurgency ziemlich geil gelöst. Die Waffen sind einfach alle stark. Egal ob MP, Sturmgewehr, Schrotflinte oder Pistole, ja selbst Türen. Alles ist tödlich in Sandstorm. Ihr regt euch in anderen Spielen über Shotguns auf? Hier ist es völlig egal, denn du kannst mit einer Pistole in ein Haus reinstürmen oder mit einer Schrotflinte. Bei so einer geringen Time-to-Kill entscheidet meistens eher, wer sich taktisch besser verhalten hat, zusammen natürlich mit den Reflexen und wer die besseren Nerven behalten hat. Begrenzt wird das Ganze dann durch ein Gewichtssystem. Man kann seine Waffe auch komplett frei modden. Man muss sich also entscheiden. Du kannst entweder mit jeder Menge Granaten, Rüstung, Muni, Gadgets und dafür nur mit einer Pistole durch die Gegend laufen oder lediglich ein Sturmgewehr mitnehmen, das aber so ziemlich jeden erdenklichen Aufsatz drauf hat. Oder du kannst alles dazwischen auswählen. Der Spieler entscheidet, was ihm wichtig ist und kann alles seinen Vorlieben und seinem Spielstil entsprechend auswählen. Die Waffen haben verglichen mit den meisten anderen Spielen allerdings auch ordentlich Rückstoß. Man mag das in den Gameplays vielleicht nicht immer so sehen, weil ich ziemlich gut darin bin, Rückstoß entgegenzusteuern, aber wenn man die Waffe abfeuert, ohne den Rückstoß zu kontrollieren, sieht man schnell, dass in Sandstorm wirklich mit den Waffen gearbeitet werden muss. Man kann aber auch einfach auf Einzelfeuer stellen und die Leute dann gezielt wegtappen. Das ist meiner Meinung nach sogar meistens die beste Methode. Ein besonders cooles Feature von Sandstorm ist das sogenannte Free Aim. Man zielt im Hüftfeuer nicht mit der Mitte des Bildschirms, sondern mit der Waffe selbst. Die Kugeln fliegen auch immer aus dem Lauf der Waffe und nicht wie bei anderen Shootern aus dem Kopf oder Körper des Spielers. Somit ist hier ein Laserpointer tatsächlich ein Aufsatz, der durchaus sinnvoll genutzt werden kann. Denn man kann ihn effektiv zum Zielen nutzen. Eine große Umstellung ist das Ganze allerdings von der Steuerung nicht. Man sieht sich trotzdem ganz normal mit der Maus um. In anderen Shootern zieht man mit der Maus quasi direkt den Kopf bzw. die Kamera und die Waffe zieht dann optisch ein bisschen nach und die Mitte vom Bildschirm ist das Zielkreuz. Hier zielt man halt mit der Waffe und die Kamera zieht nach. Die Waffe wird also sozusagen etwas priorisiert. Man kann sich allerdings trotzdem ganz normal umgucken. Man darf halt nur nicht davon ausgehen, dass die Mitte vom Bildschirm auch da ist, wo man jetzt direkt hinschießt. Sehr cool ist auch, dass Sandstorm mal wieder ein Spiel ist, das sich traut, fraktionsspezifische Waffen zu nutzen. Bedeutet, die Security läuft mit klassischen modernen Waffen, wie beispielsweise das US-Militär sie gerne nutzt, rum, wie M4s, M14 EBR, M24 Sniper und so weiter und so weiter. Wobei die Insurgents eher auf diese klassischen Waffen wie äh, verschiedene AKs, Mosins, FALs, Uzis und so weiter setzt. Das Ganze erzeugt natürlich zum einen auch ein besseres Fraktionsgefühl, kann aber auch spieltechnisch relevant sein. Den Sound einer bestimmten Waffe zu kennen, kann hier zum Beispiel helfen zu wissen, ob dort gerade ein Freund oder Feind feuert. Natürlich muss so ein Spiel dann immer besonders gut gebalanced sein, allerdings kann man zu den Waffen abschließend nur sagen, da sowieso alle absolut tödlich sind, habe ich bisher jetzt noch keine Waffe gefunden, die jetzt irgendwie groß unbrauchbar wären oder irgendwelche, die ganz besonders stark wären. Die Waffen haben alle so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile, aber ich habe auch schon Runden mit einer Pistole geklatscht. Für mich persönlich ist ein riesen Pluspunkt, dass man auch keine Aufsätze, Gadgets oder Waffen freischalten muss. Man hat alles, was man zum Spiel braucht, halt sofort zur Verfügung, somit auch die gleichen Werkzeuge wie jemand, der das Spiel schon seit Wochen zockt. Es gibt demnach auch keine Achievements oder sonstige Freischaltungen, abgesehen von optischen Anpassungen für den Soldaten. Dazu erspielt man sich eine Ingame-Währung, mit der man sich dann kaufen kann, was man möchte. Und zwar gezielt. Keine Lootboxen, kein Zufall. Man kann ganz gezielt seine verdienten, erspielten Punkte für das Item ausgeben, was man haben möchte. Wenn ich also eine Mütze besonders cool finde, dann weiß ich, die kostet, was weiß ich, 800 Punkte, kann gezielt diese 800 Punkte mir zusammenspielen und mir direkt die Mütze kaufen und muss nicht hoffen, dass ich sie irgendwann mal zufällig bekomme. Die Entwickler haben angekündigt, dass man später auch mit echtem Geld noch Ingame-Items kaufen können soll, da aber alle Waffen, Gadgets und so weiter. Also alles, was man für Spielen braucht, sowieso mit dem Kaufpreis quasi geliefert werden, wird das natürlich nur optisch sein. Es gibt auch ein Klassensystem. Die wichtigste Klasse hierbei ist der Commander, von denen es maximal zwei im Team geben kann. Dazu den Funker, der mit dem Commander zusammenarbeiten sollte. Nur in dieser Kombination und im Zusammenspiel beider Klassen lassen sich taktische Vorteile bestellen. Diese reichen von taktischen Rauchmörsern über Helikopter und A10 Luftangriffe bis hin zu explosiven Drohnen und Giftgas. Man kann das hier allerdings jetzt nicht direkt mit Killstreaks in Call of Duty vergleichen. Denn jeder Modus in Sandstorm ist taktisch orientiert und genau so muss man seine Verstärkung als Commander auch einsetzen. Ein paar Kills bringen einen nicht weiter, wenn man die Chance nicht nutzt, um auch das Missionsziel dabei gleich einzunehmen. Das Klassensystem ist zusätzlich, wie gesagt, auch noch begrenzt. Den Commander zum Beispiel gibt es nur in den großen Modes und auch dort immer nur maximal zwei, wobei Sniper in jedem Modus auf maximal zwei limitiert sind. Somit haben die Sniper zwar eine wichtige Aufgabe, die auch erfüllt werden sollte, damit das Team maximale Leistung erzielen kann, aber man verhindert, dass der halbe Server den einfachen Weg nimmt und sich als Sniper irgendwo verschanzt und das Objective nicht einnimmt. Womit wir bei einem anderen Thema wären. Wenn ihr euch zu der Kategorie Spieler zählt, die sich über sogenanntes Camping in Shootern aufregen, kann ich praktisch vom Kauf des Spiels abraten. Es geht in Sandstorm immer darum, entweder einen Punkt einzunehmen oder zu verteidigen. Verteidiger werden sich natürlich immer eine gute Position suchen und versuchen, diese zu halten. Viele würden das vielleicht als Camping betiteln. In taktischen Shootern gibt es sowas wie Camping aber nicht. Außer der letzte Spieler im eigenen Team sitzt natürlich irgendwo am Spawnpunkt, obwohl er eigentlich angreifen sollte. Verschanzen, feuern und bewegen, Engpässe halten, das alles ist hier nicht nur völlig in Ordnung, sondern auch eine gute und nützliche Strategie. Wer damit nicht umgehen können möchte, der wird dann kaum Spaß an diesen taktischen Spielen haben. Ein reines Deathmatch gibt es sowieso nicht. Einige mag das abschrecken, aber ich persönlich finde, Sandstorm braucht auch kein Deathmatch. Es ist ein Spiel für Leute, die gerne taktisch sein wollen die nicht einfach nur hirnlos eine Runde rumballern möchten. Da kann ich ein anderes Spiel für starten. So, irgendeiner von denen hat Okay, die haben alle nichts gerafft, alles klar, läuft. Im Grunde ist Sandstorm so ein bisschen wie ein Hybrid aus Call of Duty und ARMA mit einem Hauch Battlefield. Sandstorm bietet das taktische und teamorientierte Hardcore-Flair eines ARMA, allerdings kompakter, schneller und mit deutlich mehr Action ohne lange Wartezeiten zwischen den Gefechten. Wem also ARMA an sich etwas zu trocken oder zu langweilig ist, der aber generell trotzdem gerne Hardcore-Spiele mag, dem wird Sandstorm wahrscheinlich sehr zusagen. Wer sich also nicht von der Hardcore-Mentalität abschrecken lässt, bekommt hier für einen sehr günstigen Preis ein verdammt gutes Spiel. Und um das Ganze abzurunden, bietet Sandstorm jetzt schon zum Release einen Competitive Modus, also einen Ranked Modus, wo man 5 gegen 5 spielt. Es gibt noch eine Menge mehr spezifischer Spielmechaniken in Sandstorm und auch die Spielmodes sind nicht so ganz Standard, aber ich wollte das Video jetzt nicht unendlich lang gestalten. Ich möchte gerne auf einige dieser Mechaniken und Spielmodes in separaten Videos eingehen und auch ein paar Anfängerguides machen, um neuen Spielern den Einstieg etwas zu erleichtern. Natürlich habe ich jetzt nicht jeden Aspekt des Spiels abgedeckt, aber ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, sich zu entscheiden, ob Sandstorm generell etwas für ihn ist oder nicht. Wer sich da immer noch unsicher ist, der findet bereits jetzt schon auf meinem Kanal ein paar Gameplays zu Sandstorm. Außerdem streame ich regelmäßig auf Twitch und YouTube. Wer also Live-Gameplay von Sandstorm sehen will, dem empfehle ich einfach auf die Glocke hauen. Spontane Streams werden auch auf meinem Twitter-Profil angekündigt. Und wer Leute zum Zocken sucht, der sollte mal auf unserem Discord vorbeischauen. Und jetzt muss ich leider weiter Sandstorm Zocken. Denn für mich ist es so ziemlich das beste Spiel, was 2018 released wurde. Kein Casual, kein Publisher-Bullshit, nur Spaß. Tschüss.